Dann mache ich da noch Open World. Oder du? Ich. Ach, ich hab's wenigstens vorgespuckt. Gut, dann werden wir jetzt noch eine Engine entwickeln. Gut. Obwohl, ich habe noch zu wenig neues Zeug, ne? Das lohnt sich nicht. Ja, okay. Dann war's halt erstmal mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder was heißt mit dem Part, mit der Aufnahmesession? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das Spiel werde ich auf jeden Fall noch so lange spielen, bis ich bankrott gehe oder eben der Herrscher Spiele bin. Und ja, wenn ihr danach oder eben noch dabei eben ein zweites Spiel sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, wenn nichts kommt, dann werde ich dir danach selber eins aussuchen. Und ja, zweites Spiel kommt dann auch nicht, weil ich bin echt überfragt. Ja, okay, dann. Bis dann und tschö. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Game Dev Tycoon. Und ja, dann müssen wir mal gucken. So, wir hatten ja gerade ein Spiel, die Militärsimulation, ja. Und die gibt uns richtig viel Geld. Und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich war. Ich mache mal einen Spielebericht. Und du kannst hier mal hier machen. So, 1.268.195 verkauft und 1.664.026 erzielt. Okay, keine starken Trends. Gut. Engine Size ist sehr wichtig. Plattform passt. Plattform passt. Und Themen passt. Ja. Dann warte ich kurz, bis ich fertig bin. Okay. Militärsimulation ist eine gute Kombination. Sound ist wichtig. Plattform passt. Plattform Zielgruppe passt auch und Themen Zielgruppe passt auch. Gut, dann guck ich mal kurz Auftragsarbeit. Für 3 Wochen. Oh Gott, das schaffe ich nie. Obwohl, doch. Leichtigkeit. Der richtig schnell ist, aber wann ist der so schnell? Ah, jetzt denkt er. Gut. So, einfach nur ein bisschen Geld zu machen. So, noch ein bisschen Auftragsarbeit hier. Schaffen wir auch. Und nochmal. Ja, hier, no problem. So, danach entwickeln wir gleich ein neues Spiel. Um wieder ein bisschen Geld reinzubekommen. Gut. Okay. Wir können mal noch mal ein Horrorspiel versuchen. Ein Horror-Abenteuerspiel. Ein Horror-Casual-Game. Abenteuerspiel. Auf dem Master Wii. Oder wie viel mag man teil? 12, 14. Ja, hat der auch. Egal. Obwohl nicht DS, oder? Ich probiere es einfach mal. So, und wir nehmen natürlich die Spiel Engine 2. So, es wird ein kleines Spiel für Erwachsene. Tatsächlich. Haben wir schon mal ein Spiel namens Pure Horror gemacht? So, ich glaube, bin mir nicht sicher. So, wir machen 2D-Grafik. V2. Gut, das passt. Dann hier das war ein bisschen hoch und das ein bisschen runter. Der Gameplay ist wichtig. So.
Okay. Ja, mache ich. Ja, klar, mache ich. Okay. Ja, so. Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen wir das Spiel mit getroffen haben. Erst wird erschwungen, als wir uns ja nur ein Horror-Abenteuer-Spiel zusammen so spielen, weil es eher Spaß auf Dialoge oder auf Levelzeit setzt. Auf Level ist dann auf jeden Fall. Wie jetzt, das war's? Gott, das war ja richtig krass. Oh. Das ist sehr gut, dass wir das wissen. Jetzt können wir nämlich die Dialoge hochschreiben. Und das Level ist auch nicht ganz so hoch. So. So, wir haben hier ein bisschen Hype. Dann können wir gleich mal ein bisschen Marketing machen. Zeitschrift für Demos. Und dann kurz schon was rauskommt nochmal. Zeitschriften. So, das ist auf jeden Fall wichtig. Und Sound ist auch ziemlich wichtig. Grafik ist halt nicht ganz so wichtig, finde ich. Ja, klar. Okay. Genau. Erstes Spiel folgende. Wir glauben, das Spiel lässt sich anspruchsvoll spielen, hat Wünsche und gerne Risiko. Genau. Aha, okay. Ja, ich bin noch mal gespannt, ob das was wird. So, dann werde ich jetzt noch mal kurz Marketing machen. So, jetzt kurz warten. Gut, so, neuer Rekord in Design und Technologie. Das hört sich ja schon mal gut an. Dann will ich mal gucken, was die Spieleexperten dazu sagen. Also die bewerten. Ich hoffe mal, das sind Experten. Nein, das sind keine Experten. Ach du heilige Scheiße. Hui. Die mögen ja mein Spiel. Oh Scheiße. Die hassen mein Spiel. Das war ein Problem mit dem. Oh Gott. Na kaum Verkäufe. Hier schnell neues Spiel. Mittel für alle. Eine Stadtsimulation mal wieder. Auf dem PC. Mit der hier. So, das nennt sich. Build Your City. Wir jetzt gleich noch schnell genug Geld haben, um da was zu machen. Weil ich glaube nicht, dass das Spiel uns mehr Geld bringt, als wir ausgeben. Obwohl, doch, sieht gut aus. So, gut. Das ist nicht so wichtig. Die Engine ist tatsächlich wichtig. Das Gameplay auch nicht ganz so. So. Und dann mache ich das und er macht das und das. Ja, das tun sie. Okay. Okay, das heißt, erwachsene Leute spielen nicht gerne auf Konsolen. Das merke ich mir. Okay, keine Horror-Games auf Konsolen mehr. Gut. So, dann werde ich die Dialoge machen. Obwohl, nein, Dialoge ist nicht so wichtig. Das Level-Design ist viel wichtig und die künstliche Intelligenz ist ein bisschen wichtig. So, mache ich das Level-Design und die künstliche Intelligenz und dann mache ich hier Dialoge. So, wir sehen, wir machen 2000, ja, geben 50.000 aus. Das scheint Simulationsspiele. Deshalb bitte, ja, ich habe eine Simulation gemacht. Wie geil ist das denn bitte? Haben wir nochmal Glück gehabt. Das hätte jetzt auch ganz böse ausgehen können. So, oh Gott, nein. Ich bin schon doch schon überall. So, Sound ist jetzt nicht wichtig. So, mach ich mal hier so. Die Grafik, ja, so. Und das ist wichtig, ne? Ich mach das mal so. Und dann muss ich echt mal gucken, dass ich noch jemanden einstelle. Ja, dazu verdiene ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu wenig. So, okay. Ja, finde ich gut. So, danach. Also, das Spiel muss ich jetzt Geld bringen, damit ich wieder forschen kann. Ja, zum Glück ist es endlich weg.